Hey, meine Lieben, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal bei einer Vorsorgeuntersuchung? Keine Zeit? Keine Lust auf nackig machen? Oder ihr könnt gerade keine schlechten Nachrichten gebrauchen? Mein Name ist Sonja Kraus und eine Routine-Vorsorgeuntersuchung vor 4 Monaten hat mir das Leben gerettet. Karl Arsch, der Knoten, war nur so groß, als mein Doc ihn entdeckt hat. Das war mein Glück, denn die Diagnose besagte schnell wachsendes High-Risk-Mammakarzinom. Genau. Hier, Früherkennung. Darauf kommt es an. Ich sitze jetzt aber vor allem hier, um euch die Angst vor einer schlechten Nachricht zu nehmen. Klar, niemand geht gern ins Krankenhaus und lässt sich operieren. Aber auch dabei muss man immer aufs Positive schauen. So eine Diagnose rückt einem den Kopf zurecht. Du begreifst, was wirklich wichtig ist im Leben. So. Und jetzt stecke ich mitten in meiner Chemotherapie, vor der ich echt die Hosen gestrichen voll hatte. Aber hey, schaut mich an, auch da hat die Medizin Fortschritte gemacht. Mir geht es ehrlich prima. Auch weil ich weiß, danach bin ich gesund und kann steinalt werden. Ich bitte euch von ganzem Herzen, tut etwas für euch, für eure Kids, für euren Hund, für alle, die euch lieben und brauchen. Geht zur Vorsorge. Und genau davon wollen wir, die 8 Mädels von Showtime of My Life, euch mit unseren Geschichten jetzt hier gleich überzeugen und lassen dafür sogar die Hüllen fallen. Und wir tun es für euch. Schaut es euch an. Viel Spaß dabei. 1000 Küsse. Eure Sonja. Ihr Lieben, das war meine kleine Geschichte. Erzählt mir eure Geschichte. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten und erzählen habt. Gleich hier unten unter dem Video. Ich freue mich drauf. Tausend Dank. Eure Sonja.